Ja, ich habe in den letzten Nächten nicht besonders geschlafen. Hast du Albträume? Nein, nein. Das ist wahrscheinlich nur der Stress. Weißt du, was ich glaube? Nein. Aber du wirst es mir bestimmt gleich erzählen. Charlie fühlt sich ziemlich einsam, so ein Mann. Sie hat also was angedeutet. Was, dass Henry einen Mann sucht? Naja, sie hat gesagt, wie glücklich ich doch sein muss, weil ich so eine tolle Beziehung habe. Tja, sie weiß halt, was gut ist. Gabrielle hat dich geschickt. Sie weiß nicht, dass ich hier bin. Und das ist auch besser so. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Sie hat sich nicht wegen Jonas von dir getrennt. Sie möchte nicht, dass du ihretwegen auf Vivian verzichtest. Nina! Wo ist denn der Apfelsaft? Moment! Der Apfelsaft! Nina. Nina, komm zu dir. Ganz langsam. Bleib ruhig. Was ist denn passiert? Du bist ohnmächtig geworden. Ohnmächtig? Kannst du aufstehen? Keine Panik. Ich bin schon wieder fit. Setz dich erstmal auf den Stuhl hier. Wir bringen sie ins Krankenhaus. Schaffst du es bis zum Auto? Aber ich kann hier nicht weg. Nina, ich übernehme die Schicht. Das schaffst du doch gar nicht. Ich helfe ihm. Geht schon wieder. Jetzt lassen wir mal besser einen Arzt entscheiden. Wirklich. Gabriella will einfach nicht, dass du deine Tochter verlierst. Ich fasse es nicht. Mensch, Daniel, sie denkt, sie wäre schuld daran, dass Natascha dir das Besuchsrecht verweigert. Wenn jemand schuld ist, dann Natascha. Und ich denke die ganze Zeit, es ist wegen Jonas. Tja, so kann man sich irren. Und wieso? Ich meine, ich habe immer gesagt, dass wir das alles irgendwie hinkriegen. Sie hat eben gespürt, dass du darunter wahnsinnig leidest. Aber deswegen muss sie doch nicht Schluss machen. Sie hat keine andere Lösung gesehen. Das ist verrückt. Sie wollte dir nur helfen, wenn das verrückt ist. Gabriella, brauchst du noch was aus dem Supermarkt? Bitte? Hast du einen besonderen Wunsch? Nein, danke. Ah, dann haben wir alles. Ryan? Ah, Daniel. Gabriella. Die hat sich gerade hingelegt. Soll ich ihr was ausrichten? Ja, sage ich ihr, Daniel. Ja, tschüss. Tut mir leid, ich konnte nicht mit ihm reden. Ist schon gut. Und was wollte er? Du möchtest ihn bitte zurückrufen. Dringend. Es geht nicht, ich schlafe. Vielleicht tut es ihm ja leid, dass er dir und Jonas was angehängt hat. Arno, ich will, dass er bei Vivian ist. Alles andere ist unwichtig. Aha, du willst. Was Daniel will, ist unwichtig. Nein, aber so kann er ohne Probleme nach Amsterdam ziehen und ist bei seiner Tochter. Und Natascha? Will sie das auch? Was ist, wenn du dich umsonst von ihm getrennt hast? Hm? Dann habe ich es wenigstens versucht. Ja, und so stehen seine Chancen größer, dass er was erreicht. Entschuldige, aber ich dachte einfach, er ist ein Typ. Und was ist denn schon dran an so einem kleinen Date? Wie man ein Date macht, weiß ich nun wirklich selbst. Dazu brauche ich deine Vermittlung nicht. Das kommt nicht mehr vor, verspreche ich dir. Wenn dir an meiner Freundschaft was liegt. Oh oh. Typischer Fall von schwerer Zerknirschung. Wenn du ihm weiter so ins Gewissen redest, dann stürzt er sich bestimmt vom Hocker. Das ist ja gar nicht nötig. Hauptsache, er hält sich in Zukunft aus meinem Liebesleben raus. Ich denke, er hat's begriffen. Ehrenwort. Na gut. So, Kinder, ich muss jetzt auch los. Ich bin schon spät dran. Ich treffe mich mit einem Galeristen, ein sehr interessanter Typ. Übrigens auch sehr charmant. Klingt ja ziemlich spannend.
Ihr müsst euch also keine Sorgen um mich machen. Als Heiratsvermittler wärst du echt kein großes Licht. Ganz langsam. Vielleicht kannst du dich schön aufs Sofa legen. Ja, du brauchst noch eine Heizdecke. Hm? Du, ich glaube, sowas haben wir gar nicht. Ich weiß doch was viel Besseres. Du hilfst dir ja. Ich bin gleich wieder da. Danke. So. Und jetzt vorsichtig hinsetzen. Könntet ihr vielleicht mal aufhören, mich so zu betüteln? Ich komme mir ja steinalt vor. Falls du schon vergessen hast, was der Arzt dir gesagt hat. Du hattest einen Schwächeanfall aufgrund von zu viel Stress. Und falls du es vergessen haben solltest, an meinem Gehör hatte er nichts auszusetzen. So, jetzt machst du es dir richtig schön gemütlich. Das ist lieb von dir. Aber ich fürchte, du machst die ganze Arbeit umsonst. Ich muss wieder zum Limit. Das kommt gar nicht in die Tüte. Wir schaffen das sehr gut ohne dich. Genau. Christian ist der Einzige, der eine Ahnung von diesem Laden hat. Maria, Alexa und Jule sind doch auch nicht auf den Kopf gefallen. Wollt ihr mich einsperren? Und sobald du hier endlich Ruhe gibst, sehe ich im No Limits mal nach dem Rechten. Tja, dann muss ich mich wohl ergeben. Hm? Gut erkannt. Und? Ist Charlie schon zurück? Noch nicht. Trinken wir noch was? Gute Idee. Machst du mir noch mal einen Fruchtcocktail? Und für mich bitte einen Pinot Grigio. Gerne, danke. Meinst du, ist es wirklich nötig? Du hast dich doch schon bei ihr entschuldigt. Ja, aber ein Geschenk kann doch nie schaden. Na, ihr seid ja immer noch da. Nein, ich war zwischendurch noch mal weg. Ich musste da was erledigen. Aha. Ja, ich dachte mir... Er macht das mal wieder viel zu kompliziert. Oliver hat was für dich. Genau, ein Geschenk. Oh? Das hat sogar was mit Männern zu tun. Hoffentlich keine Flirtschule oder so. Keine Angst. Oh, Angelfire. Unsere Band, die wir gemeinsam live gesehen haben. Genau. Ich dachte mir, du kannst sie vielleicht auflegen, wenn du mal... Wenn ich mal was? Vielleicht ein Date hast? Weil dieses Thema ist ja obsessiv bei dir. Ich will es aber auch hiermit ein für alle Mal beenden, versprochen. Danke. Du kannst sie natürlich auch woanders hören. Im Auto zum Beispiel. So, und Getränke. Danke schön. Ah, ihr seid versorgt. Angela, bringen Sie mir bitte ein Glas Champagner. Kommt sofort. Und da war noch ein Anruf für Sie. Mhm. Von Uli Prozeski aus München. Oh, war es was Wichtiges? Puh, keine Ahnung. Er sagt, er wollte noch mal anrufen. Prima. Hm? Möchtest du mal probieren? Tom, möchtest du mal probieren? Sorry. Ja, klar. Alles klar im No Limits? Die anderen haben mich gleich wieder nach Hause geschickt. Und bei euch? Ina ist gleich eingeschlafen. Sie muss total fertig gewesen sein. Oh nein. Doch nicht. Ich dachte, sie träumt schon wieder schlecht. Schon wieder. In letzter Zeit hat sie häufig Albträume. Hat sie dir nicht davon erzählt? Nur, dass sie schlecht schläft. Dass sie Albträume hat, das hat sie abgestritten. Sie traut sich kaum noch ins Bett. Deswegen ist sie auch so fertig. Klar, wenn man schlecht schläft. Meinst du, das liegt an mir? Quatsch. Ich glaube, es liegt an einem Problem mit eurer Mutter. Ja. Nach 16 Jahren zu erfahren, dass wir Geschwister sind, das ist echt ziemlich hart. Aber deswegen müssen wir mein Schwesterherz jetzt so richtig doll verwöhnen. Scheint niemand da zu sein. Sieht so aus. Musik? Aha. Ich glaube, Charlie hat sich über die CD gefreut. Bestimmt. Was ist denn los? Nichts. Entschuldige. Ich wollte mich nicht aufdrängen. Interessanter Artikel?
Mhm. Hast du den nicht gestern schon mal gelesen? Dann lese ich ihn halt nochmal. Hast du was dagegen? Wegen lesen. Was ist denn los? Das könnte ich dich auch fragen. Wieso? Seit einer Stunde kriegst du die Zähne nicht mehr auseinander. Ich bin halt müde, das ist alles. Ja, müde. Du träumst ja auch schon die ganze Zeit. Vielleicht von Uli? Sag mal, geht's noch? Ach komm, ich hab doch gesehen, wie du geguckt hast, dass Angelo den Anruf erwähnt hat. Oliver, das ist totaler Blödsinn. Gib's doch wenigstens zu. Sag mal, ich lass mich doch hier nicht verhören. Ich kann ja wohl mal nachfragen. Sag mal, aber nicht so. Was ist eigentlich los mit dir? Bist du eifersüchtig oder was? Ich hab dir nur eine ganz normale Frage gestellt. Aber wenn das schon zu viel ist, dann eben nicht. Nein, ich werde hier bleiben. Also vergiss es. Natürlich würde ich Vivian gerne sehen, aber ich lass mich nicht erpressen, kapiert? Natascha? Aufgelegt! Starke Linke. Hi, hab dich nicht gehört. Dafür weiß der ganze Flur jetzt, dass du nicht nach Amsterdam fahren willst. Tut mir leid, ich bin ausgerastet. Natascha ist sowas von unverschämt. Wenn ich mir vorstelle, dass Gabriela ihretwegen mit mir Schluss gemacht hat. Was? Kannst du mir das vielleicht erklären? Du hattest recht. Jonas war nicht der Grund. Gabriela wollte mir helfen. Helfen? Indem sie mit dir Schluss macht? Ja, sie hat sich quasi geopfert, damit ich wieder zu Vivian und Natascha kann. Naja, ich hab dir gleich gesagt, dass es nicht weh. Ja, ich weiß. Ich bin Idiot, dass ich es nicht gleich gerafft habe. Aber du musst mir erst mal drauf kommen, hä? Ja, es ist ja auch schwer, die Frauen zu verstehen. Aber ich meine, das Wichtigste ist doch, hey, ihr seid wieder zusammen. Ja, schön wär's. Gabriela geht nicht ans Telefon. Ich kann es also erst morgen mit ihr klären. Oh, dann sollten wir eine Runde laufen gehen. Also, ich meine, wir brauchen nur wirklich mal eine Verschnaufpause. Darf ich mal? Oliver, du hattest recht. Ich habe an Uli gedacht. Ich hatte ihn wirklich vergessen. Das habe ich gemerkt. Mein Gott, er hat sein eigenes Leben in München. Aber als Angelo gesagt hat, dass er angerufen hat, da... Und jetzt? Was ist mit uns? Was soll mit uns? Hey! Du glaubst doch nicht etwa, dass... Das mit Uli gehört der Vergangenheit an. Es kam einfach ein paar Erinnerungen hoch, das ist alles. Wirklich? Hi. Hallo, jemand zu Hause? Nein. Super freundliche Begrüßung. Sorry, Schwesterchen. Hallo. Ihr wärt wohl gern allein, hä? Aber ist nicht. Ich bin total kaputt. Ja, zum Glück haben wir ja noch unser eigenes Zimmer. Muss Liebe schön sein. Versöhnung erst. Wir haben nämlich gerade unseren ersten Streit hinter uns. Und tschüss. Nicht zu viel Stress auf der Arbeit. Keine Sorge. Ich will ja nicht der nächste Pflegefall in der WG werden. Hi. Gut, dass ich dich noch sehe. Wie geht's dir? Danke. Gut. Wie hast du geschlafen? Tief und fest, Papa. Entschuldige, dass ich nachfrage, aber du warst ja kaum vom Sofa ins Bett zu kriegen. Vom Sofa? Kannst du dich an gar nichts erinnern? Und? Wie war's denn gestern noch im No Limits? Super. Naja, verstehe. Hat mich also keiner vermisst. Ach Quatsch, es lief einfach mal ohne dich. Ich soll dich ganz lieb von Marie und Hautner grüßen. Und, wie sind die Jungs angekommen? Ziemlich gut. Denen hat's total gut gefallen. Na, wenigstens etwas. Hm? Ich muss jetzt los. Tschüss. Ciao. Und? Und was? Geht's dir wirklich besser? Ja, das hab ich doch gesagt.
Keine Albträume? Nein. Sicher? Meine Güte, was soll die Fragerei? Ich mache mir also meine Gedanken. So ganz ohne Grund kippt niemand um. Ich hatte nur Stress. Sonst nichts? Meine Güte, ich habe ein bisschen viel rotiert in letzter Zeit. Und dann noch der Ärger mit meiner Mutter. Schon gut, dann war es eben der Stress. Aber du solltest dafür sorgen, dass du es in Zukunft etwas ruhiger angehst. Dr. Olofs Sprechstunde. Ich möchte dich nicht noch mal vom Boden aufsammeln. Ich fand's auch nicht witzig. Na dann, sind wir uns ja einig. Ja. Lara. Hi. Hi, wie geht es dir? Ganz gut. Du, Arno, ich habe echt keine Zeit. Lara? Du kommst aus der Apotheke. Bist du krank? Nee. Die ist für Nina. Nina? Was ist mit ihr? Sie ist gestern in der Limits zusammengebrochen. Was? Wart ihr beim Arzt? Ja. Wir sind gestern Abend noch ins Krankenhaus gefahren. Wie geht's ihr jetzt? Besser. Sie schläft ganz fest. Können wir irgendetwas tun? Elisabeth, ich? Nicht nötig. Ich kümmere mich um sie. Tschüss, Arno. Grüß Sie von uns, ja? Ich dachte, ich könnte dir vertrauen. Ich musste es ihm einfach sagen. Ach ja, das ist dir einfach so eingefallen, hä? Mensch, ihr seid beide so unglücklich, wegen nichts. Ich meine, du hattest keinen Grund, Schluss zu machen. Kathi, ich will, dass Daniel bei Vivian ist. Sonst ist er unglücklich. Ohne dich auch. Und du ohne ihn, also? Wenn das Daniel ist, redest du mit ihm. Es ist Daniel. Mach nicht die Tür. Aber Daniel, komm rein. Daniel erwartet dich. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Kathi hat sich nicht zurückgehalten, hm? Ja, zum Glück. Sonst könnte ich mich jetzt nicht entschuldigen. Es war ungerecht von mir, dass mein erster Gedanke Jonas war. Ach, das hätte ich an deiner Stelle auch gedacht. Ich konnte es einfach nicht fassen, dass du mit mir Schluss machst. Da stand es für mich fest. Jonas. Dann ist es schon gut. Ich nehme dir das wirklich nicht übel. Danke. Trotzdem bin ich ein bisschen sauer auf dich. Warum hast du das gemacht? Ach, das hat Kathi dir nicht gesagt. Doch, aber ich würde gerne wissen, wieso. Ich meine, du hättest mir die Wahrheit sagen können. Wenn ich das getan hätte, dann hättest du nicht gewollt, dass wir uns trennen. Ja, ganz genau. Aber wenn wir zusammen sind, dann kannst du Vivian nicht sehen. Das ist doch klar. Unsere Beziehung hat nichts mit Vivian zu tun. Wenn du mir irgendwann mal Vorwürfe machst, dass du keinen Kontakt zu deiner Tochter hast, dann... Das würde ich nie tun. Ich brauche dich. Ich stehe dir nur im Weg. Nein. Und was nützt es mir, wenn ich Vivian sehen kann und sie nur traurig angucke? Weil ich dich verloren habe. Komm rein. Ich habe leider nur wenig Zeit. Ich will auch gar nicht lange bleiben. Sondern? Ich will nur was ausleihen. Lass mich raten. Apfel? Oder ein Ei? Salz? Nein. Toms Blutdruckmessgerät. Blutdruck? Ach klar. Nina. Ja. Ja, ich frag kurz, ob du es haben kannst. Tom? Nein. Ich will dich nur was fragen. Was ist denn? Kann sich Lara dein Blutdruckmessgerät ausleihen? Was will sie denn damit? Nina geht's nicht so gut. Ja, klar, logisch. Muss mal nachgucken. Ist, glaube ich, im Schrank bei dem CD-Player ganz oben. Ja, super. Und dann lasst euch nicht weiter stören. Ach, Lara? Ja? Wenn Nina mich braucht, dann kann sie mich jederzeit anrufen, okay? Sag ich ihr. Wie geht's Nina denn? Besser. Trotzdem kann es ja nicht schaden, mal ihren Blutdruck zu checken. Nein, gleich dazu. Ich habe gerade Arno getroffen. Zum Glück war Elisabeth nicht dabei. Na, dann war es ja nicht so schlimm. Ja, aber wenn ich ihren Namen nur schon höre, werde ich verrückt. Ach, Lara. Sie hätte Nina und mich nicht die ganze Zeit so anlügen müssen. Stimmt. Naja, ist auch egal. Wichtig ist, dass sie wieder gesund wird. Und dafür wirst du schon sorgen. Klar. Sie ist der wichtigste Mensch, den ich habe. Na dann, grüß sie schön von mir. Mach ich. Tschüss.
Tschüss. Das war die Tür. Ich dachte schon, ich muss Lara das Gerät noch erklären. Da hätte ich energisch protestiert. Hey, wir haben noch massig Zeit. Ach, von wegen. In der Viertelstunde fängt meine Schicht an. Oh, nö. Was soll ich denn machen? Soll ich denn da Test schreiben? Schließlich bin ich Arzt. Und die Diagnose? Akute Verliebtheit. Hört sich gut an. Käme aber wahrscheinlich nicht so gut. Nach dem Event ist sicher massig viel zu tun. Stimmt. Jetzt, wo Nina auch ausfällt, muss ich eben ran. Ich überlege mir bis dahin eine Überraschung für dich. Echt? Was denn? Je eher du wieder hier bist, desto schneller weißt du es. Ich bin schon weg. Tschüss. Bye. Ab sofort sage ich dir, wenn ich irgendwelche Sorgen habe, und tu nicht mehr so, als wäre alles okay. Du kannst mir eh nichts vormachen. Ich mag doch, wenn dich irgendwas bedrückt. Ich wollte dich damit nicht belasten. Es war ein Fehler. Toll, dass du das jetzt einsiehst. Es tut mir leid, aber ich konnte ja auch nicht ahnen, dass du so reagieren wirst. Ach, Daniel, was soll ich denn sonst tun? Mit mir zusammen willst du ja nicht nach Amsterdam. Weil es nichts bringt. Genau. Sobald ich da auftauche, sieht die Frau rot. Also musst du alleine fahren. Nein. Ich will nichts mehr mit Natascha zu tun haben. Versteh das doch. Das ist deine einzige Möglichkeit, mit Vivien in Kontakt zu bleiben. Selbst wenn. Ich habe Natascha schon gesagt, dass ich auf keinen Fall zurückkommen werde. Wann? Gestern. Am Telefon. Also, warum sollten wir uns noch trennen? Oder ist das mit Vivien nur ein Vorwand? Spinnst du? Naja, es könnte doch sein, dass du keine Lust mehr auf mich hast. Ach, ich habe das nur für dich getan. Ansonsten gäbe es keinen Grund auf der Welt, dass wir uns trennen. Dann überlege es dir noch mal. Bitte. Ich wollte dir nur helfen. Ich weiß. Aber das kannst du nur, wenn wir zusammen sind. Dann bleiben wir zusammen. Und mit Natascha werden wir schon fertig. Hi. Hi. Na? Wie geht's dir? Schon viel besser. Hier. Deine Medikamente. Und ein Blutdruckmessgerät. Was? Ja, keine Diskussion. Wir checken jetzt erstmal deinen Blutdruck. Übertreibst du da nicht ein bisschen? Nö. Wo hast denn das Ding her? Von Tom. Hey, sind das die von deiner Weltreise? Mhm. Ist eine gute Idee. Die wecken dich ein bisschen ab. Oh Mann, war das Leben damals locker. Vielleicht solltest du einfach auch ein bisschen Urlaub machen. Eine Woche Kanaren oder so. Eine Woche? Damit komme ich aber nicht aus. Stimmt. Zwei sind besser. Ja, wenn ich mich schon aufraff, dann muss sich das auch richtig lohnen. Naja, und die Kanaren tun es auch nicht wirklich. Woran hast du gedacht? An so eine richtig schöne Weltreise. Alter Schusselkopf. Er hat's gemerkt. Kann es sein, dass du... Hi, Tom. Uli.